Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 12. Oktober 2021. Wenn ihr euch auf die Möglichkeiten eines neuen Tages einlasst, achtet darauf, wie euer Körper auf verschiedene Entscheidungen reagiert. Wenn ihr eine Anspannung in eurem Körper verspürt, bekommt ihr ein ganz klares Nein, heute nicht. Achtet auf die Dinge, bei denen sich euer Körper entspannt und denen er sich zuwendet. Dorthin laden die Energien euch ein, zu gehen, euch auszudehnen und zu erforschen. Der Weg der Anmut und Leichtigkeit wird aktiviert, indem ihr euch der energetischen Reaktionen eures Körpers bewusst seid und seiner Führung folgt. Denn er wird euch deutlich wissen lassen, was für euch unterstützt wird oder nicht. Und obwohl wir verstehen, dass dies eine andere Art ist, durch euer Leben zu navigieren, als ihr es gewohnt seid, und dass ihr all eure alten Gewohnheiten ablegen müsst, den Felsbrocken, den Berg hinaufzuschieben und euch selbst als faul zu betrachten, wenn ihr nicht versucht, euch durch nicht unterstützende Energien durchzukämpfen, werdet ihr, wenn ihr es einfach ausprobiert, erfreut feststellen, dass es insgesamt ein weitaus effizienteres und komfortableres System ist, als ihr jemals zuvor erlebt habt. Erlaubt den Wellen des Flusses, euch zu tragen und zu führen, ihr Lieben, denn genau so liebt euch das Universum vorwärts. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, die Möglichkeiten eines neuen Tages. Erstmal möchte ich darauf hinweisen, ich habe es gestern wirklich vergessen, dass gestern explizit der Morgenkaffee als etwas Gutes erwähnt wurde von Erzengel Gabriel. Er hat, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass man auch mal ein Glas Wein trinken kann, ja? Wenn man sich dabei wohlfühlt. Also, ja, wenn ihr euch erinnert, dass ihr euch vielleicht mal geschimpft gefühlt habt von mir, wenn ihr ja Substanzen zu euch nehmt, die nicht ganz gesund sind, ja, dann habt ihr euch vielleicht gefreut, dass die geistige Welt es nicht ganz so eng sieht. Das ist auf jeden Fall wichtig, ja, für diejenigen, die noch diese Angewohnheiten haben und sie vielleicht auch behalten. Also ich habe sogar über Innererde gehört, dass sie bei Feiern so ein ganz leichtes alkoholisches Getränk zu sich nehmen oder trinken, ja. Also das ist nicht so stark wie Wein oder Bier, aber ja, ein bisschen ist was drin sozusagen. Ein bisschen Pfiff hat's. Genau, so viel eben zu dem angefangenen Tag. Ja. Gut, hier geht's natürlich eindeutig um die Kinesiologie. Ja. Die kann man auch fühlen. Ich weiß aber nicht, ob von uns alle schon in der Lage sind, ihren Körper so gut zu fühlen, ist natürlich auch eine Methode. Ich weiß schon, dass ich in meinem Leben auch schon Dinge gemacht habe, bei denen ich mich eindeutig nicht wohlgefühlt habe. Ja? Aber andererseits gab es auch Dinge, bei denen man sich nicht wohlgefühlt hat, bei denen man nachher ja vielleicht froh war, dass man sie gemacht hat. Ja? Also gerade so körperliche Herausforderungen und also ich sag's mal so, ich glaube, ich würde nicht jede Nacht joggen gehen, wenn ich auf meinen Körper hören würde. Also, und zwar der kinesiologische Test, der funktioniert schon. Da heißt schon, ich darf joggen gehen. Aber Leute, wie ich mich da manchmal fühle dabei, also zum Weglaufen. Ja, und meine Freundin, die Lehrerin, die sagt immer, wenn es darum geht, dass man Dinge nicht machen soll, die einem keine Freude bereiten, da sagt sie oft eben dieses Beispiel mit dem Waveboard. Ja, sie ist auch Sportlehrerin und da gibt es ganz viele, die überhaupt keine Lust drauf haben, ja, die das hassen. Gerade am Anfang. Und ja, dann lieben sie es auf einmal, ja. Also ein Schüler, der hatte wohl ganz große Probleme damit
und hat sich dann wirklich da durchgebissen und mittlerweile ja, fährt er das auch eben in seiner Freizeit und liebt es einfach. Das ist absolut eins seiner Hobbys geworden. Ja. Also ist schon schwierig, dass man immer nur auf sein Gefühl hört. Also da müssen die Gefühle auch ja, freigeschaufelt sein, sage ich mal. Ja. Das sind sie aber nicht bei allen von uns und schon gar nicht ja, bei vielen des nicht erwachten Kollektivs. Ja, ich weiß zum Beispiel noch, wie ich mich gesträubt habe, im Prinzip den Führerschein zu machen. Ich hatte da überhaupt keine Lust drauf. Das war wirklich nichts, was ich gern gemacht habe. Kann ich nicht sagen, ja. Und ich habe mich dabei auch nicht besonders gut angestellt, aber manchmal schon. Mein Fahrlehrer wusste einfach nicht, ob ich ein Fahranfänger bin oder vielleicht irgendwann mal schon meinen Führerschein verloren hatte. Ich war aber wirklich ein blutiger Fahranfänger. Und es lag auch daran, dass ich so unfassbare Schwankungen der Konzentration und der Leistung gezeigt habe, gerade bei den Fahrstunden, weil ich zu der Zeit unfassbar viel gearbeitet habe. Also ich habe Doppelschichten gefahren und bin dann morgens im Prinzip nach Hause. Dann hat er mich eben nach 16 Stunden Arbeit erwischt. Da bin ich gerade nach Hause gekommen und ja, manchmal habe ich auch schon 2 Stunden geschlafen gehabt, aber ich war natürlich fix und fertig. Und dann habe ich nicht mehr alles richtig gemacht. Ja. Witzigerweise, was ich bei ihm ganz merkwürdig fand, dass er das überhaupt nicht verstanden hat, so nach dem Motto, ja, jetzt bist du schon 32 und hast noch Schiss, so nach dem Motto, weil ich ihm schon gesagt habe, ja, so, ich finde jetzt Prüfungssituationen nicht so angenehm. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wann er das letzte Mal denn in einer Prüfungssituation war. Ja. Konnte er sich natürlich kaum erinnern. Also gibt halt Menschen, die fangen gar nichts Neues mehr an. Und das meine ich. Neues, das löst in uns oft Gegenreaktionen aus im Körper. Also wenn jemand quasi immer daheim geblieben ist und sich ein bisschen versteckt hat vor der Welt, dann ist es für ihn wirklich schwierig und es fühlt sich für ihn auch nicht gut an, weil er sich nicht sicher fühlt, wieder so die ersten Schritte ins Außen zu machen. Ne? Ist aber auch unsere Aufgabe, uns auf Neues einzulassen. Und auch das kann man in gewisser Weise trainieren und man sollte sich eben nicht zu sehr verstecken. Ne? Deswegen bin ich immer noch sehr kontaktfreudig und habe überhaupt keine Angst vor neuen Menschen. Ne? Also auch Menschen, die sich ab und zu mal hier melden bei mir, wenn sie mit mir um den See gehen wollen, dann habe ich das halt gemacht. Ja? Und hatte überhaupt keinen Schiss, ja, hätte ich haben können. Ja. Allerdings, ja, dann hätte ich auch ziemlich viel falsch gemacht. Also das ist schon so, wenn man seine spirituelle Arbeit macht, dann schafft man es ja, dass dieser ganze Müll, ja, der einem im Wege liegt, dass der verschwindet. Und dann ist es schon leichter, aber da sind halt viele von uns noch nicht. Das sehe ich halt so. Und deswegen kann ich jetzt nicht jedem raten, der eine Anspannung im Körper fühlt, dann eine Situation sein zu lassen. Das sehe ich wirklich ein bisschen anders. Die Kinesiologie wird euch nicht im Stich lassen. Die wird euch überraschen auch. Wenn ich manchmal denke, ja, das will ich gar nicht machen, ja, und dann frage ich meine Körperintelligenz über einen kinesiologischen Test und dann wird sofort gesagt, nee, doch, das willst du machen. Und dann stelle ich es aber nicht mehr in Frage. Ja. Und mein Körpergefühl wird besser, aber wir sind natürlich auch ja, stark beeinflusst, noch stark unter Manipulation und manchmal fühlen wir uns nicht wohl und wir wissen gar nicht warum und dann kommt es gar nicht durch uns und von uns, sondern eigentlich durch andere Menschen, durch andere Energien von außerhalb und das ist sehr schwer auseinanderzuhalten. Nur wenn ihr euch in einem geschützten Raum kinesiologisch testet, dann funktioniert es immer. Ja? Egal wie ihr euch fühlt, der Körper weiß immer, die richtige Antwort. Und deswegen kann ich euch nur raten, das so zu machen. Also es gibt bestimmt Menschen, die sind schon so weit und können da wirklich auf ihr Körpergefühl auch hören. Aber aus meiner Erfahrung sind es noch nicht viele. Ja? Allerdings kann man damit natürlich üben. Sagen wir mal, ihr seid von einer neuen Situation und fühlt euch nicht wohl. Fragt eure Körperintelligenz über einen kinesiologischen Test, ob ihr das machen sollt und dann heißt es ja, dann könnt ihr mal gucken, inwiefern dieses Gefühl zu dieser Antwort passt. Ja? Dann fühlt es sich garantiert anders an
als wenn ihr ein Nein bekommen hättet. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es ist eine Art von überlagerter Widerwilligkeit, aber es ist keine echte Widerwilligkeit. Das kann es nicht sein, weil ansonsten hätte die Körperintelligenz nicht Ja gesagt. Und wenn ihr ein klares Nein bekommt bei dem kinesiologischen Test, dann wird auch das Körpergefühl ein anderes sein als bei einem überraschenden Ja. Und die Differenz, also einfach den Unterschied, den kann man dann kennenlernen und kann merken, ah, wenn ich mich so fühle, dann habe ich vielleicht nur so ein bisschen Angst und fühle mich unsicher, darf es aber machen, also zumindest ist es dann offen. Und wenn ich mich allerdings so fühle, wenn dann eben auch ein klares Nein mit dem Test kam, dann muss ich vorsichtig sein, das ist ein Gefühl, das auch schon vorher Nein gesagt hat. Ich muss es nur lernen zu unterscheiden. Ja, und man kann den Körper schon hier auch als Antenne für die Energien sehen und darf ihm natürlich lernen zu vertrauen. Man muss aber diese Gefühle und diese Zeichen des Körpers wirklich lernen einzuordnen und zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann ist der Text auch wieder stimmig. Dann stimmt auch wieder diese Aussage. Wer hätte es gedacht? Genau. Und ich liebe diese kinesiologischen Tests. Ich muss gestehen, dass ich mich dabei nicht oft überprüfe, wie ich mich denn fühle einer bestimmten Entscheidung gegenüber. Ja, es gibt so Entscheidungen, die ich immer noch überprüfe. Ja, zum Beispiel frage ich öfter noch nach, ob ich irgendetwas wegen meiner Situation im System machen sollte. Ja? Ob das zu meinem höchsten Wohl und zum höchsten Wohl aller wäre, wenn ich irgendwie reagieren würde auf komische Briefe, die hier reinflattern. Und dann heißt es immer nein. Ja? Ich habe aber das Gefühl, und das ist was Altes, dass wenn ich das machen würde, dass ich mich dann erstmal besser fühlen würde. Ja, aber das ist auch eine komische Sache, sich besser zu fühlen danach, weil man es den anderen recht gemacht hat. Das ist eine alte Energie. Man möchte es ja allen recht machen und man möchte ja keinen Ärger haben. Das steckt tief in uns drinnen, weil wir einfach auch Angst haben vor diesem Ärger. Also ich ganz konkret, ich habe Angst vor diesem Ärger. Nicht, ja, Angst, schwierig. Ja. Ist immer weniger. Das war schon mal extrem krass, diese Angst. Die hat mich kaum schlafen lassen. Ja. Ich habe geträumt von klingelnden Türen und von klingelnden Telefonen. Also bin zum Teil deswegen aufgewacht. Das war immer so der erste Gedanke, jetzt steht jemand vor der Tür und will was Eindringliches von mir. Ja. Weil irgendwann kommt ja die Polizei da mit. So, wenn man sich dem System so ein bisschen verweigert. Und das hat aber immer mehr nachgelassen. Also das ist keine wirkliche Angst mehr. Die Idee ist eigentlich wieder so Verstand geboren, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich gelernt, die Angst zu überwinden. Vielleicht ist es jetzt gar nicht mehr nötig, dass ich mich in dieser Situation befinde. Und deswegen frage ich ab und zu mal nach, ob ich da was machen soll. Und meine Körperintelligenz sagt immer nein. Das ist halt so. Ja. Und dann kann ich es mir nachhinein wieder erklären und versuche wieder mit dem Verstand das zu konstruieren. Aber in Wirklichkeit halte ich mich immer dran. Egal, was da kommt, ich halte mich immer dran und hinterfrage es auch nicht mehr oft. Das muss ich auch sagen. Ja. Bei bestimmten Situationen natürlich schon. Also gerade wenn es um Existenzängste geht, weil letztendlich ist es ja das, was ich da empfinde, ja, dass man sein darf auf dieser Welt, ja, dass einen die anderen sein lassen auch. Und da, klar, da denke ich auch manchmal drüber nach. Aber bei anderen Dingen hinterfrage ich das gar nicht mehr. Da denke ich auch nicht mehr drüber nach. Da finde ich es einfach sehr angenehm, dass ich mir auf einer höheren Ebene diese Entscheidung geschenkt habe und dann sie auch gar nicht mehr mit dem Verstand, der gar nicht in der Lage ist, alles zu bedenken, was vielleicht bei der Situation bedacht werden könnte, hinterfrage. Ja, das ist nicht mehr notwendig und das finde ich sehr angenehm, ehrlich gesagt. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an den Sheldon, der irgendwann mal mit den Dungeons and Dragons Würfeln, die haben nicht nur 6 Flächen, die haben einige mehr, und mit denen geht er durch die Gegend und würfelt alles aus, was so seinen Alltag betrifft, also was er zum Beispiel bestellt beim Essen, und das ist natürlich lustig, weil natürlich immer was Falsches rauskommt, was er da so würfelt, aber ja, wenn man die Körperintelligenz benutzt, ja, dann kommt immer das Richtige raus.
Und man muss sich über bestimmte Entscheidungen nicht mehr den Kopf zerbrechen. Und ich finde es sehr angenehm. Genau, jetzt sind wir so beim zweiten Teil des Textes gelandet. Und da geht es um diese alten Gewohnheiten. Also es ist eine alte Gewohnheit und es ist auch ein wirklich mieser Glaubenssatz, den wir uns einimpfen haben lassen. Ohne Fleiß kein Preis. Also alles muss schwer sein, damit es sich dann hinten raus lohnt. Und natürlich gibt es, wie eben bei dem Waveboard genannt, gibt es solche Dinge, wo man auch mal durch muss. Aber das sind auch andere Themen, die dann da beackert werden sozusagen. Also auch wenn ich ein Musikinstrument anfange, ist es auch nicht sofort leicht. Ja? Und hoffentlich gibt es eine gewisse Freude dabei, schon am Anfang, aber manchmal nicht. Manchmal muss man da durch. Ja? Und dann hat man trotzdem was davon, weil man was kann. Also es muss ja nicht jeder ein Weltklasse-Pianist werden. Es ist aber einfach schön, ein Instrument spielen zu können. Das würde jedermanns und jeder Fraus Leben bereichern. Aber die Hürde ist halt manchmal zu groß und man hört es dann wieder auf. Und das ist auch schon etwas, das einem etwas bringen würde, wenn man da mal ein bisschen durchhält. Wir sind alle musikalisch. Das ist auch ein falscher Glaubenssatz, dass es Menschen geben würde, die nicht musikalisch sind. Vielleicht gibt es Menschen, die musikalischer sind und Menschen, die weniger musikalisch sind. Aber ein Instrument könnte von uns jeder lernen. Da gibt es keine Einschränkungen. Nur als Beispiel. Ja. Und die Freude und das Verständnis für die Musik kommt dann auch mit dem Üben. Wir sind ja auch deswegen oft unmusikalisch, weil wir das gar nicht machen, weil wir es gar nicht üben, musikalisch zu sein, unsere musikalischen Talente zu entdecken. Nur als Beispiel. Das ist einfach was Harmloses. Oder Sprachen zu lernen. Natürlich ist es anstrengend, Sprachen zu lernen. Aber wenn man dann in dem fremden Land ist, wo sie diese Sprache sprechen, die man gelernt hat, dann freut man sich. Das ist gut. Ja. Und natürlich, ja, bei Sprachen kommt wieder eine Wahrheit hinzu. Du kannst dein Leben lang Englisch lernen in Deutschland. Wenn du ein Jahr lang in einer englischsprachigen Stadt lebst, dann kannst du Englisch. Es sei denn, du bist mit deiner Frau dahin gezogen und redest nur mit ihr Deutsch. Ja, dann wird es schwieriger. Aber ansonsten ja, ist es eine ganz einfache Geschichte. Du wirst einfach an jeder Ecke mit dieser Sprache konfrontiert und dann kannst du es. Ja. Du hättest es nie so gut lernen können in der Schule mit vielen Jahren des Vokabelnpaukens und der Grammatiklehre. Hinter dem Ganzen ohne Fleiß kein Preis, ja, steckt ja die Agenda, dass wir uns anstrengen müssen in unserem Berufsleben, damit wir etwas erreichen, ja? Damit wir mehr Geld haben als die anderen, damit wir einen schönen Lebensabend haben und uns den auch leisten können. All das steckt ja dahinter. Also da wird ja auch eine unfassbare Angst gemacht. Ich glaube, es vergeht kein einziger Werbeblock, ohne dass Werbung gemacht wird für irgendetwas mit Finanzen. Ja? Sei es jetzt Versicherung, was auch eigentlich wieder Ängste bedient, was einem alles passieren kann. Ja? Ohne Hausratsversicherung bist du verloren. Ja? Und Vermögensberatung. Ja? Also das ist meine Lieblingswerbung. Ich schaue ja ab und zu noch Sport. Und da kommt immer der Klopp. Ja? Der Jürgen Klopp, der alte BVB-Trainer, der jetzt bei Liverpool ist, der erklärt einem dann immer, dass es eine ganz dumme Idee ist, wenn man sich nicht um seine Vorsorge kümmert. Ja? Das sagt der Multimillionär, der schon als Fußballer recht gut verdient hat, weil man auch in der zweiten Liga kein armer Mann bleibt, wenn man Fußball spielt, aber dann als Trainer einfach nur so noch die Millionen in den Hintern gesteckt bekommt und der erzählt mir was von Vorsorge. Und ich soll dann wahrscheinlich noch die gleiche Vorsorge machen wie er. Also da fühle ich mich echt richtig veräppelt. Ja. Ja, und mir wurde ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich ja nicht mehr arbeiten gegangen bin. Meinen Eltern habe ich natürlich ein bisschen was vorgeflunkert. Ihnen habe ich gesagt, dass es schwer wäre, in der Medienbranche wieder einen Job zu finden. Das stimmt aber gar nicht. Das wäre total leicht gewesen für mich. Ja, auch wenn ich bei dem ein oder anderen Thema vielleicht auch wirklich hinten angestanden wäre. Ich bin jetzt kein Avid-Cutter zum Beispiel, kein klassisch Ausgebildeter. Es gibt manche Firmen, die verlangen dann auch die Scheine. Es gibt aber auch kleine Firmen, die einfach nur wollen, dass du das kannst. Und wenn ich es kann und auch Einsatz zeige, dann hätte ich auch weiterhin in dem Beruf arbeiten können. Ja? Und weil ich auch so eine eierlegende Wollmilchsau war, weil ich eben auch Kamera kann und auch Ton, hätte das ganz sicher irgendwie funktioniert. Aber etwas in mir wollte nicht mehr. Ja, ich wollte nicht mehr in diese Tretmühle.
Und dann habe ich mir auch eine gute Situation kreiert, die ein paar Jahre funktioniert hat. Nämlich 2014, 2015 und bis 2016. Da ging es dann aber schon los. Aber da habe ich ja auch angefangen mit Spiritscape. Was überhaupt nicht geplant war, dass ich irgendwann mal davon leben könnte. Gar nicht. Ja. Ich hatte einfach Lust, mich mit den Texten auseinanderzusetzen, sie mir selbst vorzulesen und sie dadurch auch anderen vorzulesen. Ja. Einfach meine Vorlesungen für mich mit anderen zu teilen. Das war die erste Idee. Ja, im Nachhinein kann ich natürlich da auch locker drüber reden, aber ich habe mich nicht immer wohl gefühlt mit dieser Entscheidung. Ja. Ich habe schon auch Angst gehabt. Ich bin oft da gesessen und ich habe letztens, glaube ich, erstmal wieder so einen karierten Block gefunden, wo ich aufgeschrieben habe, was ich alles machen könnte. Ja? Wo ich wirklich den Verstand wieder benutzt habe, um eine Liste zu erstellen, mit was ich mein Geld verdienen könnte, weil es demnächst ausgehen würde. Ja? Das war mir auch klar. Und da war ich noch nicht so im Vertrauen, wie ich es jetzt bin. Da war ich auch noch nicht so im Fluss. Also da ist einiges passiert. Seither. Und da hat die Angst, war da auch ein gewisser Katalysator. Die war wichtig, dass ich mich auch nicht mehr sicher gefühlt habe. Dadurch musste ich mich einfach dieser Angst stellen und mit ihr auseinandersetzen. Und Höhepunkt eben 2018, wo ich gar kein Geld mehr hatte, wo ich um jeden Euro, den ich im Einkaufswagen gefunden habe, froh war und dann einfach mir irgendwas mehr kaufen konnte. Ja. Es war immer genau abgezählt. Und ich habe dann die Wohnung durchsucht, weil ich früher hatte ich überall irgendwie Kleingeld und tatsächlich habe ich überall irgendwo noch Kleingeld gefunden. Ich habe Kartons durchsucht nach Kleingeld. War eine lustige Zeit. Aber das war nicht verzweifelt. Das hört sich jetzt verzweifelt an, aber das stimmt gar nicht. Das war mit einer richtig großen Leichtigkeit bin ich an diese Sache herangegangen und darauf bin ich auch wirklich stolz, auch auf dieses Gefühl. Ich habe gelernt damals Gott wirklich bedingungslos zu vertrauen. Und das hat funktioniert und das war für mich ein unfassbares Geschenk, das erleben zu können. Ja, aber es gab diese Zeiten, wo ich mich auch als faul empfunden habe. Ja? Wo ich einfach gedacht habe, mir stimmt einfach was nicht. Ja? Auch so Situationen, wo ich dann einfach Termine mit dem Steuerberater verstreichen habe lassen und es mich nicht mehr interessiert hat. Ich konnte mich nicht mehr aufraffen, hier alles richtig zu machen in dieser Welt. Ich wollte nicht mehr. Ich will auch heute nicht mehr. Ja. Das ist so anstrengend, was wir uns da aufgebaut haben und wie wir uns organisieren. Das ist Wahnsinn. Und der Druck hört ja nicht auf. Ja. Wenn man sich in diese Mühle begibt, wird es immer schlimmer. Davon müssen wir uns jetzt lösen. Also jeder in seinem Tempo. Das ist halt meine Aufgabe gewesen, so zu machen, relativ extrem. Aber dadurch durfte ich auch extrem wachsen. Das hat mir eine Riesenfreude bereitet. Im Nachhinein. Ja. Es war auch sozusagen der Felsbrocken, den ich den Berg hinaufgeschoben habe, aber ohne ihn schieben zu müssen. Das ist das Spannende, sondern ich habe an der richtigen Stellschraube bei mir eben gedreht und das war eben nicht mehr das zu machen, was ich geglaubt habe, das richtig ist, sondern das zu hinterfragen und immer mehr festzustellen, dass das ja absolut auf falschen Glaubenssätzen beruht hatte, was ich früher geglaubt habe. Und ja, dadurch geht es mir jetzt besser. Ja? Egal, was da noch kommen mag, das geht ja um das Gefühl und um das Sein und um das Bewusstsein auch, um das Erweiterte. Und egal, was das System sich noch einfallen lässt, mir gegenüber und für mich, ist alles gut. Ja? Das wird mich nicht mehr verunsichern oder ängstigen. Das ist das Wichtige. Ja. Und auch da lerne ich noch. Aber es ist viel feiner als früher. Es ist sehr viel feiner, wenn ich da ab und zu nochmal unsicher werde und dann halt einfach ab und zu auch mal meine Körperintelligenz frage. Genau, also wir müssen uns nicht durchkämpfen, ja, sondern wir dürfen wirklich jetzt unterscheiden, wo sind die unterstützenden Energien, was ist gewollt. Das können wir auch über Synchronizitäten erfahren und lernen. Und da müssen wir aber auch aufpassen. Manchmal sind auch Zeichen, die wir bekommen, Zeichen unserer geistigen Führung. Ich bin bei dir, egal was passiert. Ja? Dass wir uns nicht allein fühlen. Das bedeutet nicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern es bedeutet, dass wir wirklich nicht alleine sind. Und das ist ein tröstendes Zeichen. Das wird manchmal falsch verstanden. Und deswegen ist für mich wirklich das A und O die Körperintelligenz, die mich damals
davor abgehalten hat, nach Schweden mit auszuwandern. Da wäre ich dann auch ein paar Tage später wieder daheim gewesen. Ja. Vielleicht hätte es mit mir ein bisschen länger gedauert, bis die da reagiert hätten. Aber die anderen beiden waren so extrem, das hätte nie geklappt. Ja. Und ja, dieser Erfahrung habe ich mich entzogen. Mithilfe meiner Körperintelligenz habe ich einfach nach dem ersten Vorgespräch mit den zwei lieben Menschen, die uns dann nach Schweden eingeladen hatten, gefragt, ob ich nach Schweden auswandern soll. Hieß es nein. Ja, fertig. Dann habe ich noch gefragt, ob ich in Deutschland bleiben soll. Hieß es ja. Das könnte ich übrigens mal wieder nachfragen. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ob ich jetzt wirklich weiterhin in Deutschland bleiben soll. Kann ja auch sein, dass das vielleicht wirklich weiter weggeht. Aber ich weiß es nicht. Ja, man wird es sehen. Gut, natürlich äußert sich die Körperintelligenz auch über unser Körpergefühl. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wenn wir das lernen zu deuten und unseren Gefühlen dann zu vertrauen, dann ist auch alles gut. Dann braucht ihr auch keine kinesiologischen Tests mehr. Dann wisst ihr schon, was ihr machen wollt, weil ihr euer Gefühl kennt. Und das ist auch etwas, was wir natürlich jetzt wirklich üben dürfen, unsere Gefühle immer besser kennenzulernen. Die Energien zu deuten, zu unterscheiden zwischen Fremdenergien, unseren eigenen Energien, unseren eigenen Themen, Fremdthemen und so weiter. Ja. Was sind unsere Schatten? Was ist jetzt auch dran aufzulösen? Nicht den ganzen Berg zu sehen und ihn anzugehen, sondern einfach Stück für Stück kleine Mosaiksteine zu nehmen und sie zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen, das am Ende dann unser höheres Selbst ist. Genau, ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder. Ich muss nämlich noch einkaufen gehen. Es ist schon wieder ja fast 7:15. In Bayern machen sie um 8 Uhr zu. Da geht dann nichts mehr. Insofern, ja, Achtung, jetzt kommt ein Karton, hätte ich beinahe gesagt. Wer alt genug ist, kennt den Scherz. Und natürlich eine dementsprechende Warnung vor dem gleich anstehenden Lacher. Bis dann, macht's gut, haut rein. Ciao, servus, wuhu. Yippie! Woohoo! Musik, 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 Musik!